Hi, ich bin Karima von Einfach Backen und wir machen heute Grießbrei. Und wir brauchen Milch, Vanillezucker, Weichweizengrieß, Zitronenzesten, dann normalen Zucker, etwas Salz. Und ich habe mich jetzt noch für Himbeeren entschieden, weil ich es gerne etwas fruchtig mag. Aber ich finde auch Zimt und Zucker gehört immer zum Grießbrei dazu. Ich habe mir jetzt wieder die Induktionsplatte geholt, denn jetzt müssen wir erstmal die Milch aufkochen. So, und dann alle weiteren Zutaten bis auf den Weichweizengrieß kommen auch hinzu. Und das Ganze wird jetzt aufgekocht. Dabei ist wichtig, immer schön dabei stehen, dass es nicht überkocht oder anbrennt. So, und jetzt seht ihr, es kocht. So, und jetzt nehmen wir das Ganze schnell runter von der Platte. Denn jetzt kommt der Weichweizengrieß hinzu. Und schön, schön umrühren, dass es nicht so verklumpt. So, und jetzt kommt das Ganze nochmal auf die Platte und das lasst ihr dann einfach nochmal aufkochen. So, das ist jetzt auch genug. Und jetzt nochmal kurz umrühren und dann zugedeckt für 5 Minuten einfach ruhen lassen. So, ich habe ihn jetzt 5 Minuten etwa abkühlen lassen und jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil jetzt verteile ich den auf so ein paar wunderschönen Schälchen. So, und der wird ja dann auch ein bisschen fester, wenn man ihn hoch abkühlen lässt. So, oh, das duftet. Die Zitrone kommt da richtig schön raus. So. Ich habe jetzt 4 Schälchen, das könnt ihr aufteilen, wie ihr mögt. Kommt ja auch immer darauf an, wie groß die Schälchen dann sind. So, und dann für die zusätzliche fruchtige Note mag ich ganz gerne mit Himbeeren. So, die setze ich dann einfach hier so oben drauf. Da kann man natürlich auch mehr oder weniger nehmen, ist ganz egal. So, und da habt ihr natürlich auch eine freie Auswahl. Da kann man ja auch Heidelbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, ist ja gerade keine Erdbeerzeit, aber da sind keine Grenzen gesetzt. Ich finde einfach, für mich ist Grießbrei irgendwie, es ist immer mit Himbeeren. Wie ist es bei euch zu Hause? Wie mögt ihr Grießbrei? Himbeeren, Heidelbeeren, schreibt mir es gerne in die Kommentare. So, und dann finde ich, gehört immer noch so eine Prise, so eine Mischung aus Zimt und Zucker. Ich rühre mir das dann immer so ein bisschen zusammen und vermische das. Und das mache ich dann gerne so oben drauf. So, den könnt ihr jetzt natürlich auch noch ein bisschen abkühlen lassen. Ich mag es immer so lauwarm, also das könnt ihr frei nach Belieben dann selbst entscheiden. Es ist immer ganz schön, gerade wenn ihr so einen kleinen Dessert für eine Party oder einfach bei einem Familienessen, ganz egal, ich finde, das eignet sich auch immer als ein super Nachtisch oder eben auch als Hauptmahlzeit, ist dann einfach eine süße Speise. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann lasst mir doch auf jeden Fall einen Daumen hoch da und abonniert auch unseren YouTube-Kanal. Und den Link zum Rezept findet ihr auch unter dem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal ganz viel Spaß beim Nachkochen und freue mich, wenn ihr auch wieder das nächste Mal dabei seid. Und ich probiere jetzt auch. So. Mmh. Lecker. Also die Zitrone schmeckt man auch noch zusätzlich raus. Sehr, sehr fein. Also es lohnt sich auf jeden Fall nachzumachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!